Hallo. Angela Merkel hat im Sommerinterview darüber gesprochen, warum sie Europa verteidigt und warum für sie Europa eine gute Idee ist und was Europa für sie bedeutet. Und sie hat klar gemacht, dass Europa für sie bedeutet, dass wir eine Wertegemeinschaft in Europa sind und dass wir alle ähnliche Werte vertreten, wie zum Beispiel die Menschenrechte. Und dass es wichtig ist, dass wir in Europa zusammenhalten, um diese Rechte und Werte aufrechtzuerhalten in Zukunft. So wie ich das verstehe, bedeutet das, dass wir also ein Europa haben, das vor allem den Bürgern Rechte einräumt gegen eine Regierung. Wenn zum Beispiel die Politiker vorhaben sollten, eine Diktatur in einem europäischen Land zu errichten, können sich die Bürger dagegen wehren, indem sie sich beim Europäischen Gerichtshof meinetwegen beschweren. Und dann wird Europa dafür sorgen, oder die EU, die Europäische Union, wird dann dafür sorgen, dass dies beendet wird und dass wieder ein Zustand der Demokratie hergestellt wird. Gegen so ein Europa habe ich überhaupt nichts einzuwenden und ich finde, so ein Europa ist eigentlich eine gute Idee. Wo ich dann ein bisschen skeptisch war, war eine Formulierung, wo sie gesagt hat, es wäre schön, dass man mit Europa auch versuchen könnte, anderen Menschen diese Werte, die wir in Europa haben, zu vermitteln. Ich bin mir nicht sicher, was sie damit genau meint. Wenn sie damit einen imperialistischen Auftrag verbindet, dass Europa als Weltverbesserer zum Beispiel in Irak oder Afghanistan auftreten soll, dann muss ich ihr an dieser Stelle widersprechen. Die Meinung teile ich nicht, sondern wir sollten eigentlich innerhalb von Europa versuchen, diese Werte zu vertreten und diese Werte in Europa schützen und hochhalten. Damit haben wir eigentlich auch schon genug zu tun. Und da müssen wir nicht unbedingt in der Welt herumlaufen und allen Leuten versuchen, diese Werte beizubringen oder eventuell im Ernstfall sogar aufzuzwingen. Natürlich, wenn eine Bevölkerung tatsächlich ankommt und sagt, sie möchte das unbedingt, dann kann man darüber nachdenken, ob man diese Bevölkerung unterstützen möchte. Allerdings sehe ich eigentlich jedes Mal die Gefahr, dass man eigentlich der Bevölkerung etwas aufzwingt, was diese Bevölkerung gar nicht haben möchte. Und von daher schlage ich eigentlich vor, dass wir uns versuchen, im internationalen Bereich da ein bisschen zurückzuhalten.